Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. In der letzten Folge haben wir Surfer bekommen durch die Arenaleiterin Lamina und können nun durch Wasser surfen. Aber ich habe noch eine kleine Neuigkeit für euch, und zwar hat sich ein Pokémon bei mir entwickelt, und zwar Tricky. Tja, wie ist das denn passiert? Jetzt ist er zu einem Magbrat geworden. Ich finde, er sieht ziemlich cool aus. Ich hole ihn mal ganz kurz raus, dass ihr den noch in voller Pracht, in Full Glory sehen könnt. Ja, wie entwickelt man ein Magma zu einem Magbrand? Dafür bräuchtet ihr einen Magmarisierer. Der ist super selten, den kriegt ihr nämlich nur von Magbees. Manche Magbees haben dieses Item einfach, aber es ist eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit. Wie ich es bekommen habe, ich habe einfach das Magbee gefangen und ins Team getan, aber das hat es halt leider nicht. Und deshalb, weil ich nicht nochmal irgendein anderes fangen wollte, was das halt schon hat, habe ich ein Pokémon gehabt, das Raub konnte, und habe dann das Item, den ganzen Magbees geklaut. Das Problem war nur an der ganzen Sache, Magbee ist super selten und ich musste immer wieder rein, raus, dass ich die Ebene, damit sich die Pokémon resetten. Endlich finde ich ein Magbee, setze ich Raub ein, ist nix, weil das Item ist ja wie gesagt ziemlich selten und es hat super lang gedauert. Ich saß irgendwie 4 Stunden im Call und habe das versucht zu machen. Ich habe es endlich geschafft irgendwann. Mit dem Item müsst ihr euer Magma entwickeln durch Tauschen. Genau, man müsste das Pokémon tauschen und dann, ja, habt ihr ein Magbrand. Und dann würde ich sagen, es scheint nicht schnell genug zu gehen. Okay, ja, wir können auch schnell durchs Wasser surfen. Ist zwar ein bisschen was anderes als gehen, aber wir müssen hier durch, um zur neuen Stadt zu kommen. Die befindet sich nämlich direkt hier. Ja, okay. Ein Mann des Meeres ist auch ein Mann der Pokémon. So, ich hoffe, das war verständlich, wie man einen Magbrand bekommt. Ansonsten, ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt eins. Ich wollte das Offscreen machen, aber ich glaube, ich kann euch mal ein bisschen was einblenden. Und ja, mit unserem neuen Magbrand werden wir bestimmt leichter durch diese Kämpfe kommen. Nur nicht durch diesen Kampf, weil das ist ein Wassertrainer. Da hat Shelterer ein bisschen mehr die Überhand. Obwohl er keine Hände hat, sondern nur 4 Beine. Aber ihr wisst, was ich meine. Den Überbaum. Oh, blitzschnell reagiert, weil es mich liebt. Oh, das ist toll. Ja, diesen Tackle hätte ich sonst nicht überlebt. Ja, so einen krassen Tackle. Eine der allerersten Attacken, die man haben kann. Also, dieses Mantaps auf Level 27 kann auch Tackle. Das ist schon ein bisschen traurig, könnte man sagen. Das will ich sehen. Level 40 auf alle. Oh, Fußkick. Fußkick. Ein Tritt, der das Ziel umwirft. Je schwerer das Ziel ist, desto mehr Schaden fügt ihm die Attacke zu. Ich weiß nicht. Es ist aber eine Kampfattacke. Eine Kampfattacke könnte ich gut gebrauchen. Das Ding ist, Bauchtrommel ist zwar ziemlich selten. Oder ist es ziemlich selten? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, was ich sagen will, Bauchtrommel werde ich wahrscheinlich sowieso nicht oft verwenden. Ich habe es bisher gar nicht benutzt. Und deshalb, falls ich es wieder benutzen, also wieder haben möchte, sollte tun, Deutsch. Wie auch immer. Ich erlerne das erstmal. Und falls ich Baumtrommel doch nochmal brauche, wir sollten nun in der Lage sein. Ich hätte tauschen sollen, egal. Wir sollten nun in der Lage sein, Pokémon-Attacken umzuwechseln, wie wir wollen. Ich meine, wir waren schon bei dem Typen, oder? Es gibt auf jeden Fall einen Typen, der möchte eine Herzschuppe haben. Und dafür können wir dann unsere Attacken austauschen. Die Herzschuppen kriegt man im Untergrund ganz selten zu finden. Also, was heißt ganz selten? Jetzt so krass selten auch wieder nicht. Gab schon ein paar Stück. Aber ja. Ich werde auf jeden Fall fürs Ende des Spiels, irgendwann später, in, weiß ich nicht, 20, 30 Folgen später. Oh, jetzt hab ich. Ja, komm! Werde ich mal nachschauen, ob ich nicht vielleicht noch irgendwas anderes brauche. Weil es mich liebt, ist es aus diesem Eisblock, rausgekommen. Ah ja. Ja, genau. That seems about right. Aber bin es wirklich nur ich oder ist Eis oder Einfrieren so das Schwächste von allen Shadows-Effekten? Ankerlichten. Ist zumindest so mein Eindruck davon. Du hast alles, um ein ganz besonderer Trainer zu werden. Danke. Und was mit euch? Wollt ihr kämpfen? Was sagst du da? Sie wartet auf der anderen Uferseite? Du hast mir echt aus der Patsche geholfen. Hier als Dank. Oh, das war der Freund von der Dame da hinten.
ein rennendes Wus, keine Ahnung, läuft nie ganz ohne Ärger ab. Da hilft nur, ruhig und besonnen zu bleiben. Ich bleibe also hier und warte ganz entspannt auf meine Freundin. Ich habe dir doch gerade gesagt, dass sie da hinten ist. Naja, wie auch immer. Lass es rocken, der Rhythmus des Kampfes! Oh nein! Was hat er vor mit mir? Vitali! Mit seinem, oh Gott, einem Luxio! Der Donnervogel oder hier Donnerlöwe. Den machen wir platt. Komm, jetzt kann mein Magbrand endlich zeigen, was er drauf hat. Und jetzt in dieser Form, in dieser Entwicklung, sieht man wahrscheinlich auch, für die Leute, die es nicht wissen, warum ich es Tricky genannt habe. Weil in dieser Entwicklung sieht halt irgendwie aus wie Tricky, finde ich. Ja. Mal so nebenbei bemerkt. Und nebenbei bemerkt, bist du schon tot. Ach, kannst du es hören? Das klang wie eine Gitarre. Pech. Ich bin innerlich zu zerrissen, um zu singen. In diesem Zustand bin ich so cool. Sehr interessant. Ja, die Route ist super klein, merke ich gerade. Ich habe gedacht, die wäre größer. Aber ich sehe, wir haben 5 Pokémon. Eins davon kann sich noch entwickeln, aber wir haben da unten noch Platz für ein weiteres, 6. Pokémon. Vielleicht fange ich mir hier im hohen Gras eins. Lass uns mal schauen, ob man hier was Gutes finden kann, oder? Und da habe ich es auch schon gefunden. Eine süße kleine Streunerkatze namens Charmian. Die hätte ich gerne in meinem Team. Und deshalb, damit es nicht abhaut, setze ich sogar direkt den Flottball ein. Bleib schön im Ball, Mieze. Okay? Okay, okay? Okay, okay. Es ist drin. Und das ist unser letztes Teammitglied. Eine kleine Streunerkatze. Ja, Charmian. Eine Katze, die, naja, ziemlich hübsch dargestellt werden soll. Also es soll eine hübsche, charmante Katze sein, die jede andere Streunerkatze liebt. Und den werden wir jetzt erstmal, oder sie werden wir jetzt erstmal, ein bisschen leveln. Deshalb packe ich sie direkt nach vorne. Und ja, das ist unser Team. Die beiden hier oben werden sich noch entwickeln. Und bei Charmian wird das sogar ein bisschen früher sein, als man denkt vielleicht. Oh Gott, die süße Katze an. Oh, Charmian geht aus Gimmick. Oh, super süß. Route 218, für die, die es auch haben wollen. Hier ist es. Oh, hi. Hey, Maike, wir haben uns ja eine ganze Weile nicht gesehen. Oh, jetzt sag bloß, du weißt nicht mehr, wer ich bin. Ich bin doch Professor Ives Assistent und außerdem der Vater von Lucius. Der Professor hat mich gebeten, deinen Pokédex aufzurüsten. Also bin ich meiner Intuition gefolgt und habe einfach hier auf dich gewartet. Gibst du mir mal bitte kurz deinen Pokédex? Mal sehen, wie war das noch gleich? Die neue Software muss einfach hier installiert werden, oder? Nanu, dein Pokédex ist ja schon auf dem neuesten Stand. Schließlich verfügt er bereits über eine Funktion, mit der du dir die männliche und weibliche Version von Pokémon ansehen kannst. Das gab es früher nicht. So ist es viel praktischer. Jetzt will ich dich aber nicht weiter stören. Schließlich musst du dem Professor helfen. Ach, und kannst du bitte auch ein Auge auf Team Galactic halten? Der Vorfall in Jubelstadt bereitet dem Professor nämlich immer noch Sorgen. Letztendlich ist sicher alles halb so wild, aber man weiß ja nie, ne? So, nun muss ich aber los. Bis bald. Ciao. Also, bringt er jetzt hier im Remake gar nichts? Hat er nur im Original einen besseren Pokédex erschaffen? Aber bei mir, man kriegt von Anfang an einen guten Pokédex. Okay, seltsam. Alles klar. Mensch, habe ich vielleicht einen Durst? Geile Anspielung an Rot und Blau. Und hier sind wir in der Hafenstadt Fleetburg. Die Stadt, die sich im Wasser spiegelt. Mit einer schönen, entspannten Musik. In Fleetburg soll es einen alten Mann geben, dessen Vergesslichkeit ansteckend ist. Er kann sogar Pokémon-Attacken vergessen lassen. Ah, ich habe davon ja vorhin geredet, der ist hier. Lelos! Also so war ich ungefähr richtig, aber ich habe es ein bisschen zu früh gespoilert. Es tut mir leid. Nicht wirklich. Naja, egal. Irgendwo jenseits des Meeres gibt es andere Länder, in denen ebenfalls Pokémon mit ihren Trainern leben. Ja, no shit. Hallo Trainer, schau mal, was ich inzwischen in einer Ladung ausländischen Frachtguts gefunden habe. Ich brauche die nicht, daher kannst du sie ruhig haben. TM48, okay, danke.
Wie du sicher weißt, besitzen Pokémon individuelle Fähigkeiten. Mit der Attacke Fähigkeitstausch kann die Fähigkeit des Anwenders mit der des Ziels getauscht werden. Wie du diese Attacke einsetzt, sagt einiges darüber aus, was du als Trainer so drauf hast. Okay. Schau es mir mal ganz kurz an. Anwender tauscht seine Fähigkeit mit der des Ziels. Aha. Habe ich nie wirklich benutzt. So, weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe 5 davon und Charmian kann es zufällig erlernen. Greift das Ziel mit einer scharfen Klaue aus Schatten an. Hohe Volltrefferquote, sehr nice. So, sorry für einen kleinen Cut. Aber hier sind die Stats von Charmian. Wesenmild und Flexibilität als Fähigkeit. Der flexible Körper des Pokémon schützt es vor Paralyse. Das hört sich doch ziemlich gut an. Und hier sind die Attacken. Eroas, Kratzfurie, Charm und Verhöhner. Also Eroas wusste ich gar nicht, dass es das überhaupt kann. Charm, naja, macht Sinn. Es ist Charmian. Kratzfurie ist eine Katze, aber die Attacke könnten wir vielleicht noch für was Besseres verändern. Und Verhöhner ist keine Attacke, die ich mag. Aber es macht Sinn, dass es das hat. Weil bei Verhöhner, weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, stimmt, kann man sehen. Bringt das Ziel in Rage. Dieses kann über 3 Runden hinweg nur noch angreifen. Ja. Meine Attacken sind schon ziemlich gut. Charm, ja, weiß ich nicht genau. Aber für den Anfang ist das ziemlich gut. Ich werde mal gucken, ob ich das später noch mehr ändere. Oder was meinst du, hä? Was meinst du, Kleine? Oh, ja. Manu, was passiert? Deine Kleidung sieht nass aus. Warst du etwa am Strand bei Sandgemme schwimmen? Nein, eigentlich nicht. Pokémons Markt. Falls wir was kaufen wollen. Neue Bälle bräuchte ich vielleicht mal später. Also, wer bin ich noch gleich? Ach ja, jetzt weiß ich's wieder. Ich bin auch der Attackenverlerner. Soll ich dafür sorgen, dass eins deiner Pokémon eine Attacke vergisst? Ja, okay, komm wieder, wenn du was vergessen oder so. Keine Ahnung. Okay, alter Mann. Ja, bei dem kann man Attacken verlernen. Wahrscheinlich kann man bei jemand anderem dann Attacken erlernen. Also verlernen und dann erlernen. Blöd, dass das nicht eine Person gleichzeitig macht, sondern es sind 2 verschiedene. Finde ich nervig, aber naja. Willkommen in Fleetburg, der Stadt am Kanal. Früher wurden von diesem Hafen Güter in alle Welt verschifft. Aha. Pokémon, da können wir mal ganz kurz heilen gehen. Ja, wie findet ihr eigentlich mein Team? Man sieht ja jetzt sowieso nochmal auf diesem großen Bildschirm. 4K TV. Ja, die letzten, die beiden Pokémon werden sich doch irgendwann früher oder später entwickeln. Aber so, ziemlich solides Team, würde ich sagen. Ich kann die Feuerattacke Stärke erst dann mit meinem Pocket ansetzen, wenn ich Arena als Adam besiegt habe. Oder Adam? Aha, ist das der Neue hier? Pokémon derselben Art können manchmal über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen. Vielleicht sollte ich zwei gleiche Pokémon mit verschiedenen Fähigkeiten trainieren. Ja, das ist eine gute Idee. Zum Beispiel ein Pokémon wie Charmian hat, kann 2 verschiedene Fähigkeiten haben. Es gibt viele Pokémon, die das haben. Mein Hintern ist wirklich außergewöhnlich begabt. Es kann mit Seher die Zukunft vorhersagen. Kannst du das? Ehrlich? Hintern? Okay, es hat keine Ahnung. Fliegender Sinnoh. Der Text ist verwittert und unlesbar. Was? Hä? Tür ist fest verschlossen, sie lässt sich wohl nicht öffnen. Komisch. Naja, wird schon nichts sein. Gehen wir weiter. Nein! Patrick! Hi, Maike! Willst du etwa den hiesigen Arillet herausfordern? Na, dann sollte aber jemand vorher prüfen, ob du dazu auch bereit bist. Und dieser jemand ist niemand anderes als ich. Komm, zeig mir, was du drauf hast! Oh nein, Kampf gegen Patrick. 5 Pokémon da. Naja, jetzt habe ich zumindest 6. Und kann hier schön leveln bei dir. Staravia. Immer noch nicht zum Staraptor entwickelt, ehrlich? Mein Güte. So, Charmian, willkommen in der Welt der Pokémon. Hier lernst du, wie wir hier richtig kämpfen. Ich möchte mal wieder meinen Magbrand benutzen. Weil wir es jetzt neu haben und ich es ein bisschen zeigen möchte. Oh, Pflücker. Aua. Ey, willst du mein Feuer pflücken? Wenn ein Brandkörper eingesetzt hätte, dann wäre es jetzt am Brennen. Noch hat es nicht getan, aber früher oder später
wird das der Fall sein. Was willst du tun? Bammelin! Aha! Was? Bammelin? Du hast nicht mal ein Bäuelin? Dein Ernst? Ihr müsst wissen, da hinten auf der Route, wo ich das Charmian aufgegabelt habe, da kamen unzählige Bäuelins. Und der will mir sagen, er hat immer noch ein Bammelin? Oh mein Gott, ist das traurig. Das arme Bammelin hat nicht mal eine kleine Chance gegen mich. Oh, diese putzige CKB. Oh Mann, was bist du bitte für ein schlechter Trainer? Entwickelt nicht mal sein kleines Bammelin. Ich habe sogar gecrittet, also... Oh Mann, armes Bammelin. Immer noch nicht entwickelt. Vielleicht beim nächsten Mal. Level 42, die Antwort auf alles. Scaraborn, ein Käfer-Pokémon. Ja, was habe ich denn da für Käfer? Natürlich, The Flammenwerfer. Ja, komm. Aber guck mal, schaut euch mal sein Level an. Level 32, meine Pokémon sind alle Level 40. Na gut, außer eins, aber ihr wisst ja warum. Also, ich bin immer noch ein bisschen overlevelt, oder? Also in den originalen Spielen war das nie ein Problem, dass man overlevelt ist. Weil man ja auch keinen EP-Teiler hatte, der so krass war wie hier. Schön für Traumfugi. Sehr schön sogar. Oh mein Gott, Spukball. Bewirft das Ziel mit einem grusigen Ball und senkt eventuell dessen Spezialverteidigung. 80 Stärke. Ist eigentlich schon viel besser als Bürde. Aber das hier ist ja eigentlich eine gute Taktik gewesen bisher. Aber ich kann nicht Nein sagen zu Spukball. Also, außerdem senkt es eventuell die Spezialverteidigung. Und ich glaube, Bürde macht da dann etwas weniger Sinn. Also ganz ehrlich, ich glaube, Spukball ist besser als Bürde. Auch wenn Bürde mit dem Push von dem Shadows-Effekt besser wäre. Ich meine, Spukball wäre da ein bisschen besser. Wie auch immer, Spukball kenne ich nur allzu gut. Habe ich eigentlich immer in meinem Geist-Pokémon-Team. Panpyro, nicht mal Panferne, hat es immer noch nicht entwickelt. Ist das dein Ernst, Bruder? Ist das dein Ernst? Are you kidding me? Ich meine, guckt euch das mal an hier. Guckt euch das an. Er hat den Affen immer noch nicht weiterentwickelt. Oh mein Gott, dieser Junge. Kann seine Pokémon einfach nicht entwickeln und ich setze die falsche Attacke ein und kill es nicht One-Hit. Dunkelklaue, oh, gute Attacke. Aber falsches Pokémon, gegen das du das einsetzt hier, mein Freund. Naja, gut, wahrscheinlich hat er sonst nur Feuerattacken. You spin me right round. In dein Tod, yeah. Let's go. Wasserdüse. Now you are dead. Bye, bye. Ja, ein bisschen heilen durch die Muschelglocke. Ah, ich muss meinem Pokémon noch einen Ball geben und ein Item. Das sollte ich mal gleich mal machen bei Charmian. Kaskade virtuelle Tails? Eine mächtige Attacke, die das Ziel eventuell zurückschreckt. Kann als Feuerattacke über den Pocket eingesetzt werden. Okay, lustig, wie das da steht. Eigentlich ist das schon besser als Whirlpool. You know what? Ich pack das sogar rein. Es ist eigentlich besser als Whirlpool. Und ich mag Whirlpool sowieso nicht so wirklich als Attacke. Ja, warum nicht? Und Charmian Level 30. Miau, miau. Was eine hübsche Katze. Roselia. Naja, du solltest ein bisschen lernen, was für Typen meine Pokémon haben. Ich werde sie nämlich ab jetzt nicht mehr ändern. Also die Pokémon mal nicht. Nicht die Typen. Also die sowieso. Ach, egal. Wir haben uns schon aus schwierigeren Situationen befreit. Das hier wird doch ein Klacks. Leuch, das ist ein Roserade. Es ist ein Klacks. Wo hast du das denn aufgegabelt? Roselia. Es hält ja gar nichts aus gegen meinen Magbrand. Ja. Oh Mann, seine Pokémon tun mir so leid. Er entwickelt sie einfach nicht. Hat der Ewigstein auf allen Pokémon gelegt oder was? Oh Mann, Patrick, bitte komm erst wieder, wenn du gelernt hast. Was? Du willst mir weismachen, dass ich verloren habe? Ja.
Wie gesagt, entwickel sie erstmal. Dann hast du eine Chance. Meinetwegen, dann bist du eben ein kleines bisschen besser als ich. Wie übel ich halt, na und? Aber hör mal! Dreimal darfst du raten, wer die Pokémon-Liga meistern und sich selbst zum Champ krönen wird. Ganz genau, ich! Aber egal, du scheinst dem Arena-Leiter jedenfalls durchaus gewachsen zu sein. Also, wieso bist du überhaupt noch hier? Los, bring es endlich hinter dir. Na, wo rennst du hin? Da hinten geht's weg. Na, okay, keine Ahnung. Aber Champion, das hast du super gemacht, auch wenn du nichts gemacht hast. Charmian stupst alles an, was sich in seiner Nähe befindet. Seiner Nähe? Aber ist das nicht weiblich? Na, wie auch immer. Gebe ich es kurz irgendetwas? Baum, baum, baum. Gucke auch kurz durch die TMs. Und dann gucken wir durch die linke Seite der Stadt weiter durch. Noch konnte ich kein Item finden, was ich Charmian geben könnte, aber vielleicht kommt das später noch. Fleetburg Bibliothek befindet sich hier. Schöner Wasserfall hier, so ein ganz kleiner Brunnen. Und hier ist eine Arena. Pokémon Arena von Fleetburg. Arenaleiter Adam oder Adam. Der Mann mit Muskeln aus Stahl. Gott, das könnte ein bisschen schwieriger werden. Wollen wir erstmal da rein oder... Oder was wollen wir machen? Wir können ja noch ein bisschen weiter erkunden. Oh Gott, das geht ja voll weit. Meine glänzende Intuition sagt mir, dass es in dieser Stadt einen versteckten Weg gibt und an dessen Ende befindet sich ein Schatz. Cool, cool. Hört ja Google an. Doc von Fleetburg. Aha, in Doc kann man ja irgendwo hinreisen. Haus von Seemann Eldrich. Okay, ist der Seemann Eldrich zu Hause? Hallöchen. Nee. Ich werde mal ein Seemann, genauso wie mein Papa. Er ist nämlich der mutigste Mann, den ich kenne. Selbst hohe Wellen machen ihm keine Angst. Arena, dass er sein wäre, aber auch echt cool. Adam ist total klasse. Unser Junge hat einfach viel zu viel Energie. Ich wünschte, er wäre ein bisschen ruhiger. Hä, warum läuft da Team Galactic im Fernsehen? Sind wir spät dran? Oh oh. Hier ist nicht mal jemand. Alright. Der Arenaleiter und die Trainer dieser Arena gehen oft zur Eiseninsel. Dort trainieren sie nicht nur ihre Pokémon, sondern auch sich selbst. Aha. Ich gehe jetzt in die Bibliothek, denn ich liebe Bücher über alles. Wenn ich lese, entführen mich die Bücher in fremde Länder und Zeiten. Cool. Bevor wir jetzt in die Bibliothek gehen, können wir hier reisen? Möchtest du in den See stechen? Ich kann zur Eiseninsel. Ah, cool. Okay, bevor wir zur Eiseninsel gehen, gehen wir zur Bibliothek. Let's go! Diese Türen. Guten Tag, dies ist die Bibliothek von Fleetburg. Sei aber bitte leise, damit du die anderen Leser nicht störst. Also bitte die Musik ein bisschen runterdrehen, ja? Ein bisschen leiser machen die Musik. Was ist denn? Bitte stör mich nicht, du siehst doch, dass ich gerade lese. Sorry. Ich bin leise. Die Decken hohen Regale sind vollgeschopft mit Büchern. Krass. Diese Regale sind mit abgenutzten und zerlesenen Büchern gefüllt. Okay, cool. Was auch immer das ist. Ist hier irgendwas Besonderes? Irgendwas Schönes? Oh, ich kann mich hier hinsetzen, oder? Nee? Nö. Bei den Büchern in der zweiten Etage handelt es sich eher um einfache Kost. Die Bücher hier sind dafür derart kompliziert geschrieben, dass ich nur Bahnhof verstehe. Nur Bobbipo, das ist nicht gut. Der Verzehr von Speisen und Getränken innerhalb der Bibliothek ist untersagt. Das geht gar nicht. Ja, laut schmatzen, das geht gar nicht. Ich sitze hier ganz alleine. Immer wenn ich ein Buch lesen will, hat es sich jemand anderes bereits ausgeliehen. Wie traurig. In jedem Buch stecken die Erinnerungen an bestimmte Orte oder bestimmte Zeiten, die dem Verfasser lieb und teuer waren. Bibliotheken sind somit nicht einfach nur Gebäude, in denen Bücher aufbewahrt werden. In ihnen treffen unterschiedliche Orte und Zeiten aufeinander. Krass. Auf dieser Etage findest du viele Bücher über zu den Legenden und Mythen der Sinnoh-Region. What? Der Titel des Buches lautet Volkssagen aus Sinnoh. Achso, jedes Buch ist das gleiche hier? Okay, nee, das ist was anderes alles. Drei verschiedene Bücher. Fangen wir mal hier an. Die Geschichte vom Anbeginn. Lesen wir. Zu Beginn war das Chaos.
ein undurchdringbarer Strudel des Seins. Und in seiner Mitte erschien ein Ei. Das Ei durchbrach den wirren Wirbel und brachte das Urwesen hervor. Möchtest du weiterlesen? Aus einem Teil von sich erschuf das Urwesen zwei separate Geschöpfe. Das Rad der Zeit begann sich zu drehen. Der Raum begann sich auszudehnen. Das Urwesen erschuf drei weitere Lebewesen aus sich heraus. Und dann stand da einfach nur, möchtest du weiterlesen? In dem Buch. Die zwei Geschöpfe sprachen einen Wunsch und so entstand die Materie. Die drei Lebewesen sprachen einen Wunsch und so entstand der Geist. Als dies vollzogen und der Welt Leben eingehaucht worden war, fiel das Urwesen in einen immerwährenden Schlaf. So entstand die Welt? Mythos des Schreckens. Sieh diesem Pokémon niemals in die Augen, sonst verlierst du dein Gedächtnis und bist dazu verdammt ziellos, um mehr zu rühren. Mimikyu? Wage es nicht, dieses Pokémon zu berühren, sonst verlassen dich innerhalb von 3 Tagen sämtliche Gefühle. Vor allem solltest du es jedoch vermeiden, diesem Pokémon Leid anzutun. Sonst verfällst du innerhalb von 7 Tagen in eine ewige Starre. Damn. Volkssagen aus Sinnoh gibt es 3 Sagen. Okay. Volkssage 1. Säubere die Knochen der Pokémon, die du im Meer oder Fluss gefangen hast. Danke ihnen für die Nahrung, die sie spenden und übergib ihre Knochen wieder dem Wasser, aus dem sie kamen. So werden die Pokémon zu neuem Leben erwachen und der Kreislauf beginnt von vorne. What? Okay. Volkssage 2. Es war einmal ein Pokémon, das lebte tief im Wald. Bei Nacht legte es dort seine Haut ab, um in seiner Menschengestalt zu schlafen. Doch sobald der Morgen graute, streifte es sich seine Haut erneut über und begab sich abermals als Pokémon in die Dörfer der Menschen. Holy moly, was geht hier ab? Volkssage 3. Einst standen Pokémon und Menschen aneinander so nahe, dass sie sogar am selben Tisch speisten. Denn einst gab es eine Zeit, als zwischen beiden keinerlei Unterschiede bestanden. It's all the same? Oder war es schon immer das gleiche? Schlaedes Mythen gibt's hier noch. Okay. Schlaedes Mythen. Es war einmal ein Jüngling, der in den Besitz eines Schwertes gekommen war. Hemmungslos machte er damit Jagd auf Pokémon, um seinen Hunger zu stillen. Was er nicht als Nahrung benötigte, das warf er achtlos fort. Im folgenden Jahr erschien kein einziges Pokémon. Seine Speisekammer blieb leer. What? Der Jüngling machte sich auf die Suche nach dem Pokémon, was ihn weit in die Ferne führte. Er suchte lange und reiste immer weiter, bis er schließlich ein Pokémon fand. Er fragte es, warum versteckt ihr euch? Darauf antwortete das Pokémon bedächtig. Schwingst du dein Schwert, um uns zu plagen, so werden wir mit unseren Krallen und Zähnen Gleiches mit Gleichem vergelten. Deinesgleichen wird für das Leid zahlen, das du uns zugefügt hast. Denn nur so können wir uns schützen, so leid es mir auch tut. Der junge Mann erhob seine Hände und rief bestürzt, weh mir, was hat dieses Schwert nur aus mir gemacht? Geblendet von der Macht seiner Klinge vergaß ich, welch kostbare Lebewesen ihr seid. Nie wieder möchte ich Geisel niederer Triebe sein. Ich verfluche dieses unglückselige Schwert. Bitte erbarmt euch und vergebt einem Narren, der sich derart von Macht blenden ließ. Mit diesen Worten rammte der Jüngling sein Schwert so heftig in den Boden, dass es zerbrach. Als das Pokémon dies sah, verschwand es sogleich und ward nicht mehr gesehen. Ein Schwert, was Menschen dazu bringt, Pokémon... Ah ja, Böses anzutun. Was ist das für ein Schwert? Aber ist es zerbrochen? Oder so? Sinnohs Mythen gibt's hier noch. Einst gab es gibt es Pokémon 3. Tief hinab in die Seen tauchten sie. Tiefer und immer tiefer, ohne Luft zu holen. Tiefer und immer tiefer, wieder jegliche Pein. Am Grunde der Seen hielten sie inne und stiegen sodann wieder empor. In sich trugen sie die nötige Kraft, um die Landmassen zu formen. Was? Okay. Krass. Die Mythologie der Sinnoh-Region. Die Mythologie. In der Anfangszeit Sinnohs lebten Pokémon und Menschen noch getrennt voneinander. Jedoch unterstützten sie einander und halfen sich durch den regen Austausch von allerlei Waren. Schließlich schlug ein Pokémon den Seinen vor, sich den Menschen zu zeigen, damit man allzeit bereit sei, ihnen zu helfen. So kam es, dass Pokémon vor den Menschen erschienen, sobald diese das hohe Gras betraten. An diesem Brauch hat sich bis heute nichts geändert. Und hier ist noch Mythen aus Sinnoh. Warum haben wir das nicht schon gelesen? Lass dich nicht von Zorn verzagen. Sonst wird, keine Ahnung, dich plagen. Er trinkt weder in Kummer noch in Trauer. Denn, keine Ahnung, liegt auf der Lauer. Der Weg zur wahren Glückseligkeit liegt in des Alltags Heiterkeit.
Wer diesen Rat hält folgsam ein, der wird von, keine Ahnung, gesegnet sein. Dieser Ausspruch hat sich zu einem geflügelten Wort entwickelt. Was sind das für kranke und irre Geschichten? Crazy! Sind hier noch mehr? Hab ich die alle verpasst? Hier? Nee. Das waren sehr interessante Stories. Ich meine, es gibt noch mehr Bücher, aber vielleicht habe ich mich da auch getäuscht. Vielleicht waren sie auch in Platin anders. Aber wow. Also diese Geschichten muss ich jetzt erstmal verdauen. Sorry, da machen wir erst in der nächsten Folge die Arena. Und gucken mal, was es mit der Eiseninsel auf sich hat. Vielleicht gehen wir da auch noch hin, aber... Ach, keine Ahnung. Mal schauen, oder, Charmian? Miau. Ich glaube, das ist ein Ja.